Ja, das Final Fantasy 14 wäre auch so ein Game, das mich interessieren würde, obwohl es ein MMORPG ist. Einfach nur, weil man kann es auch alleine spielen und es eine super Story hat. Das stimmt. Also ich bin hier auch sehr verliebt in dieses Spiel. Sehr, sehr verliebt. Sind sogar Leute online, die ich kenne. So, mal sehen, ob bald wieder jemand vor mir steht, den ich übersehe. Ja, mein persönliches Problem ist einfach nur mit der Tatsache, es kostet monatlich und das nicht gerade wenig. Ja, das stimmt. Und in solchen Geschichten bevorzuge ich es halt dann täglich zu spielen, um das Maximale aus meinem Geld rauszuholen. Und mit der Frau und zwei Kindern ist das dann sehr schwierig. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich würde auch gerne täglich spielen. Aber ja gut, ich verbinde es halt jetzt tatsächlich mit Stream. Weil eigentlich war FF14 noch gar nicht geplant. Also noch gar nicht auf meiner Streamliste mit drauf, was ich spielen wollte. Aber ich hatte so Bock drauf und dachte, okay, wenn ich es jetzt nicht spiele, dann spiele ich es gar nicht. Also würde ich es niemals spielen wieder. Und dann habe ich das einfach mal so in der Nacht- und Nebelaktion gemacht. Einfach mal so einen Blick aufs Konto geguckt. Ah, ja, passt, ne? Kann ich mir gerade leisten. Und ja, jetzt bin ich völlig verfangen in dieser Welt. Und muss, Ja, das ist ja und das muss sogar Ding sagen, der Spiele. ein Streamer-Kollege, den ich halt auch so privat kenne, mit dem spiele ich halt privat ab und an mal. Da bin ich dann halt auch in so einer freien Gesellschaft drin. Also ich glaube, so eine Art Gilde oder sowas das ist. Und jetzt hier halt durch Streaming habe ich halt auch so den einen oder anderen Charakter halt kennengelernt, mit dem ich dann halt mal so spiele, die mir dann halt auch helfen, die mir quasi so als Taxi dienen. Zum Beispiel halt auch das Begleittier, was ich hier halt habe, diese dicke Katze, habe ich halt auch von einer Zuschauerin, glaube ich, Zuschauerin, geschenkt bekommen. Weil ich mich halt so über deren Katzen da gefreut hat. Die hat mir halt so ihre ganzen Sachen da gezeigt. Und ich habe halt, war halt so scharf auf diese Katze. Ich habe halt nicht gesagt, so, ne, kauf mir das oder so, sondern so, oh, die Katze ist so süß und so toll und ich hole mir die irgendwann. So die ganze Zeit. Und dann kam sie halt irgendwann mit an und meinte so, hier, ne? Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und oh Gott, du glaubst gar nicht. Ich hätte beinahe Tränen geholt, weil ich diese Katze hatte. Ja. Ich meine, es ist eine Katze, es ist eine fette Katze und wenn sie sich auf die Seite rollt, siehst du nur ihre Stummelbeinchen. Oh Gott, das ist so süß. Ich kann nicht anders. Ich liebe Katzen. Es gibt für mich nichts Besseres im Leben als Katzen. Es ist einfach Nee, ich so. bin kein Katzenmensch. Ich bin eher der Hundemensch. Gut, Hund haben wir auch, aber ich liebe Katzen. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Ich bin Katzenfanat. Ja, da hat ja jeder so seins. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Ich glaube, ich nehme jetzt hier auch mal wieder normale Anträge, genau, Aufträge an. Dazu. Nee, es könnte auch sein, dass ich einfach kein Final Fantasy 14 spiele, weil ich von WoW traumatisiert bin. Oh, WoW ist auch toll. Ja, WoW war auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe es ja auch ungefähr 1,5 Jahre gespielt. Das Problem war nur, ich habe mich von der einen Gilde zu der nächsten quasi hochgearbeitet und ständig hieß es, oh ja, du bist ein guter Spieler, von dir haben wir schon gehört. Und dann habe ich mich bald selber zu einer Gilde beworben und wurde nicht nur abgeworben, habe ich mich bei einer Gilde beworben, die auf meinem Server ziemlich bekannt war und dann haben die mir gesagt, nee, tut mir leid, dich nehmen wir nicht. Du bist zwar ein relativ guter Spieler, von dir haben wir schon gehört, aber du spielst unter 40 Stunden in der Woche. Da, solche Leute brauchen wir nicht. Ja. Aber ich dachte, bitte was? Ich habe auch ein Real Life, tut mir leid, ich muss arbeiten, um mein Geld zu verdienen.
Ja. Also da hab ich echt gedacht, in so einer Gilde war ich auch mal. Und dann wurde ich halt rausgekickt, weil ich halt die Mindestanzahl an Stunden nicht erfüllt habe, wo ich dann auch gesagt habe, so, Alter, Leute, ich habe ein Privatleben, ich habe Freund, ich habe Haushalt, ich habe Familie. Ja, ganz wieder, genau das. So, und ich würde halt auch gerne mal so mit meinem Freund Zeit verbringen und nicht dann jeden einzelnen Tag 12 Stunden da in WoW verbringen. Hätte ich am liebsten gemacht, ja, klar, kein Problem. Am wenig hat es halt nicht gehapert, aber es geht nun mal nicht. Man hat nun mal auch Sachen, die man zu erledigen hat. Allein schon Arbeit. Allein schon Arbeit, um das Internet und WoW zu finanzieren. Ja, und ich meine, nur wahrscheinlich waren das meistens noch bei Mami und Papi, die dann schön gesagt haben, ja, hier, stellen wir dir mal das Essen hin, brauchst nichts machen, ne? Wir machen das schon. So, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie man so viel Zeit haben kann. Teilweise weiß ich über einen anderen, dass das tatsächlich Hartz-IV-Empfänger sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Ja, dann ist es kein Wunder. Dann ist es echt kein Wunder. Ja, das war ja der Grund, warum sich meine Frau damals von ihrem Freund getrennt hat. Er hat den ganzen Tag nur WoW gespielt, hat vier Finger und... Nee, dafür habe ich keine Zeit. Meine Gilde braucht mich. Oh Mann. Ich kenne einen anderen, der hat für WoW tatsächlich seine Ausbildung geschmissen. Boah. Der hat eine Ausbildung zum... was hat er gemacht? Fachlagerist gemacht. Okay. Der war im letzten Halbjahr. Der war im letzten Halbjahr und dann hat er seine gesamte Ausbildung geschmissen, damit er mehr Zeit für WoW hat. Also ich meine, ich zocke auch gern und viel und ich glaube, ich vernachlässige meinen Freund auch öfters mal. Aber ich würde niemals etwas für ein Videospiel ausgeben. Ich meine, ich habe meinen Realschulabschluss trotz Let's Plays und Zocken und so weiter, habe ich trotzdem geschafft nachzuholen. So. Mein Gott, und hat trotzdem gelernt. Ich habe auch damals gezockt, da war Zocker noch eine Beleidigung. Ja, stimmt. Also ich habe angefangen, mein Sohn ist jetzt 9. Als ich in seinem Alter war, habe ich mir von meinen Kommunionsgeldern Amiga gekauft. Und davor habe ich auf einem Atari gespielt. Also, puh. In der 5. Klasse habe ich mir eine PlayStation 1 gekauft und dann ging das Zocken für mich richtig los. So. Ah, der dickes Kaya ist da. Ja. Oh, der Mensch mit Privatleben. Ja, eigentlich eher mit einem Klo-Leben, aber naja. Ja, stimmt. Wobei bei uns ging es, da hast du eigentlich auch mal auf dem Klo gesessen. Ja, das ist, wenn ich woanders bin, auch bei meinen Eltern oder bei Freunden, das ist nie so, dass ich jetzt irgendwie, oh, aber wenn sobald ich zu Hause bin, Alter, ich könnte eigentlich mein halbes Wohnzimmer im Klo einrichten. Weißt du, das habe ich, wenn ich woanders bin, ne? Wenn ich woanders bin, bin ich so nervös und habe eigentlich immer panische Angst und muss ständig aufs Klo. Echt? Ja. Ich muss immer aufs Klo, wenn ich woanders bin. Bei euch war gar nicht, hast ja selber gesehen, also. Ja, deswegen wundert mich das. Weißt du, sag doch groß ruhig, ja, aber solange ich irgendwie bei euch oft die Toilette benutzen darf. Ja. Weißt du, war vielleicht am Tag einmal drauf. Vielleicht zweimal, allerhöchstens. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, um auf den Punkt zu kommen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meiner Frau und meinen Kindern und Computerspielen, dann würden die Computerspiele immer verlieren. Ja. Das ist ja auch richtig so. Ich meine, ich weiß ja nicht, worum es jetzt gerade ging, aber du hast ja gesagt, kurz auf den Punkt zu kommen, bringt es das wahrscheinlich halt sehr nah. Es ging halt darum, dass sie jetzt gerade Final Fantasy spielt. Final Fantasy 14. Ich würde es gerne auch spielen, aber da hast du diese monatlichen Kosten. Es kann sein, dass ich einfach von WoW schon traumatisiert bin, dass ich mich irgendwann bei der Gilde beworben habe, nachdem ich auf meinem Server ziemlich bekannt war als Spieler separat und die mir gesagt haben, nee, dich nehmen wir nicht, du spielst weniger als 40 Stunden die Woche. Oh Mann, krass. Ja, da habe ich dir auch gesagt, tut mir leid, ich habe auch ein Privatleben, ich habe einen Job. Ja, und ich zocke seitdem ich, ja, mein Sohn ist jetzt 9, der hat jetzt sein Kommunionsgeld quasi gekriegt. Und als ich mein Kommunionsgeld gekriegt habe, habe ich mir einen Amiga gekauft. Davor habe ich auf dem Atari gespielt, ja.
Ich habe gezockt, aber Zocker noch eine Beleidigung. Okay. Ja, aber ich mich entscheiden müsste zwischen Zocken und meiner Familie. Ich werde das Zocken aufgeben und mir eine andere Beschäftigung suchen. Ja gut, ich denke mal so Real Life geht immer vor, ne? Also, ja, das sagst du. Ja, das sagtest du. Ich kenne einen Kind, die das sagen. Aldaria sagt das auch. Ja, ich habe in der Aldaria gesagt, ich habe einen Kumpel, der war Fachlagerist. Der war im letzten Ausbildungsjahr. Ein halbes Jahr vor seiner Prüfung hat er die Ausbildung geschmissen, damit er mehr Zeit für WoW hat. Okay, das ist krank. Ja, ist es. Aber solche Menschen gibt es auch. Das ist wirklich... Ja, aber ich bezeichne es nicht als krank, ich bezeichne es eher als traurig, weißt du? Ja, okay, gut. Ja, ich meinte das nicht im Sinne von krank, dass der krank ist, aber das ist halt heftig. Also, es kann ja auch krank sein, es kann ja Spielesucht sein. Das ist schon heftig. Also, pfuh. Da bin ich ja froh, dass Fotos meine Spieleleidenschaft so unterstützt. Ja, wenn er zum Beispiel nicht tun würde und dann halt gesagt hätte, so, ja, spiel mal bitte weniger, würde ich machen. Ja, warum nicht? Ja, du hättest da auch kein Problem mit. Es gibt wahrscheinlich jetzt, wie Masaki auch sagte, also es gibt halt wirklich Leute, die können das nicht. Ich meine, wo WoW das rauskam, wie oft hat man gelesen, dass die Leute da wirklich, also ich meine, gut, ich hab's ja wirklich nie selber gezockt, weil es hat mich einfach nie interessiert. Also es hat, muss ich sagen, für mich selber hat es auch Suchtpotenzial. Ich hab's, als das neue Addon rauskam, auch nüchtern durchgezockt, aber wie gesagt, dann habe ich bei mir war es halt so, ich habe Furtis dann halt vorher gefragt, du, Schatz, haben wir morgen und da so irgendwas vor, stört es dich, wenn ich die Nacht durchzocke? So, nö, alles gut. Dann meinst du nochmal gefragt, wirklich? So, und wenn dann halt hieß, ja, okay, gut, dann saß ich dann hier, hab dann mein Kram gemacht. So. Und das war in Ordnung. Solange es jetzt halt nicht wirklich 7 Tage die Woche, ne, 24 Stunden war. Habe halt trotzdem tagsüber noch Haushalt gemacht und alles. Naja. So, das war jetzt nicht so das Problem. Ja, jeder kann doch zocken, solange es, sag ich mal, kontrolliert ist. Ja. Ich meine, bei mir ist es jetzt Teil des Berufs. Tatsächlich, weil ich ja jetzt offiziell selbstständig bin. Das heißt, bei mir ist es jetzt auch klar, ich habe nebenbei noch meinen Shop, den ich ja jetzt gerade versuche fertig zu machen. Aber ansonsten, das, was ich jetzt hier mache, ist halt beruflich und das ist auch voll in Ordnung. Naja. Und wer, gut, heutzutage ist es schon öfter so, aber wer kann schon sagen, ne, ich mache mein Hobby wirklich zum Beruf und dann halt auch wirklich das, was man machen möchte. Weil viele, ne, sitzen dann da, lassen sich entmutigen und machen es halt gar nicht. Und gehen dann anderen Leuten damit auf den Sack. Wie in meiner Familie zum Beispiel, weißt du? Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, auch sich selbstständig zu machen. Ich meine, das war für mich jetzt auch nicht schwer. Wisch ausfüllen, ich glaube 30 Euro hat es gekostet. So. Ja, der Gewerbeschein, ne? Mhm. Ja. So, und dann bist du selbstständig, kannst du machen, was du möchtest. So klar, je nachdem, was du machen möchtest, brauchst du natürlich Vorerfahrung. Aber ansonsten, es ist gar nicht so schwer, irgendwas aus sich zu machen. Man muss es halt nur wirklich wollen. Das ist die Sache. Und wenn ich dann halt, wie in meiner Familie, manchmal höre so, ja, das geht aber nicht und das schaffe ich nicht und das schaffe ich nicht. Und mir dann denke, ja, das habe ich auch gesagt. Und jetzt bin ich selbstständig. So, ganz einfach. Ja. So, wenn man etwas möchte, dann kann man es auch schaffen. Man muss halt nur den Arsch hochbekommen und auch mal was dafür tun. Und nicht einfach nur sagen, oh Gott, so die Welt ist scheiße und leckt mich alle am Pippes. Das ist die falsche Einstellung. Im Übrigen. Korrekt. So, hat auch bei mir Ewigkeiten gedauert, das zu checken, aber letztendlich. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die Einstellung der meisten Leute ist dieses, ja, gib mir doch, wenn ich es nicht schaffe. Mm. Ja. Glaube ich auch. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der jetzt, also das ist gerade so passt, was du gerade gesagt hast, Alter, ja, der jetzt gerne irgendwas so irgendwelchen Serien zitiert, aber da gab es ein ganz treffendes Zitat bei Scrubs, was der Chefarzt sagte, nichts, was sich zu haben lohnt im Leben, fällt dann in den Schoß. Nee. Ja.
Und das ist, finde ich, einfach, das ist nicht dumm, sondern das ist wirklich treffend. Ja, in der Tat. So, wirklich so. Ich meine, wenn du in einem Wettkampf, sagen wir jetzt mal im Fußball oder beim Reiten oder so, wenn du was machen möchtest, wenn du den Pokal haben möchtest, dann musst du auch was für tun. Das hilft nicht, einfach dich aufs Pferd zu schwingen oder einmal kurz den Ball zu treten, sondern du musst auch ein bisschen mehr leisten, als nur den Ball zu treten. So. Korrekt. Das war mal bei DSDS, Deutschland sucht einen Superstar. Da war so ein Junge, ich weiß nicht, wie alt er war, der war wirklich 11 oder 12 Jahre. Da hat Dieter Bohlen auch gesagt, das ist beeindruckend, wie der Geige spielt. Das ist unglaublich. Während er Geige gespielt hat, haben andere Kinder ihre Zeit mit so unwichtigen Sachen verschwendet, wie draußen spielen oder sich waschen. Und du hast weitergeübt. Das klingt zwar total blöd und lustig, aber das ist so. Irgendwo ist es die Wahrheit, ja. Ja, ohne Herzblut kommst du nicht weiter. Gut, da muss ich natürlich sagen, gerade bei Kindern, wenn er es von sich selber aus wollte, klar, aber es gibt ja dann auch leider so Eltern, die dazu... Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das mit dem Kind war. Nein, klar, das ist klar, nicht mehr wahr. Aber ich weiß, was du meinst. Ich sehe es ja selber an meinen eigenen Kindern. Mein Sohn zum Beispiel, der hat sich selbstständig das Lesen und Rechnen beigebracht, weil ihm einfach das Spaß macht. Das ist respektabel. Das ist Wahnsinn. Der war in der Grundschule und da hat sich Lesen und Rechnen beigebracht. War ja bei mir mit dem Lesen genauso. Ich wollte unbedingt lesen lernen. Hatte keine Lust mehr, dass mir ständig vorgelesen wird. Und dann habe ich mich halt auch, oder habe halt auch gesagt, so, du, Oma, Mama, könnt ihr versuchen, mit mir halt lesen zu lernen. Und ich habe es dann irgendwann auch so peu à peu von allein immer weiter geschafft. Gut, mit Anfangshilfe natürlich. Mir ist es tatsächlich als Kind schon schwer gefallen, Hilfe anzunehmen. Da kann ich mich nämlich immer auch noch an Mathe und sonstiges erinnern. Mir ist es so schwer gefallen, immer schon Hilfe anzunehmen. Und wie oft bin ich auf die Fresse gefallen, weil ich gesagt habe, nee, ich brauche keine Hilfe. Und Hilfe hätte mir aber wunderbar gut getan. Mir wären so viele Dinge erspart geblieben, wenn ich einfach nur gesagt hätte, ja, kannst du mir bitte mal helfen? Aber ich war als 5-6-jähriges Kind war ich schon zu stolz dafür. Und das ist bis heute geblieben. Du glaubst gar nicht, wie oft Brutus eigentlich da steht und sich denkt so, Alter, frag mir doch einfach nach Hilfe. So, was macht die Alte? Ja, genau, so, Alter. Erstmal ganz krass ausgedrückt so. Ja, aber es ist halt wirklich so. So, aber ich wollte immer alles alleine schaffen. Aber immer alles alleine schaffen klappt halt nicht. Vor allem nicht, wenn du jung bist. Naja. So. Aber ganz cool ist auch immer die Geschichte, wenn ich dann anderen Erwachsenen und Eltern erzähle, was meine Kinder alleine schaffen. Weil mein Sohn, wie gesagt, der hat sich selber das Lesen und Schreiben und Rechnen beigebracht, nachdem man ihm die Grundlagen erklärt hat. Meine Tochter ist 2 Jahre jünger. Sie ist der Meinung für sich, ja, wenn mein Bruder das kann, muss ich das auch können. Wir sagen ihr, nein, du musst das nicht können. Das ist bei ihm was Besonderes, dass er kann. Aber die sieht das für sich als notwendig, dass sie das auch kann. Und die legt einen Ehrgeiz an den Tag. Das ist schon jenseits von schön und gut und böse. Die Klassenlehrerin von ihr hat gesagt, in gewissen Sachen ist die sogar weiter als eine Fünftklässlerin. Okay. Das ist Wahnsinn. Das heißt schon was. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir das dann anderen Eltern erzählen, oh ja, toll, ich wünschte, meine Kinder wären das auch so. Da gucke ich die Eltern und sage ich, nein. Mein Gott, wünscht euren Kindern eine normale Kindheit. Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, solche Kinder dann bei Laune und beschäftigt zu halten, weil die alles in der Schule kennen, langweilen die sich extrem schnell. Das klingt ja dann jetzt, also ich habe das, also das ist ja schon dann fast, wie sagt man das, hochbegabt? Ja, hochbegabt sind meine Kinder nicht. Die haben alle, beide haben ihre eigenen Stärken und Schwächen. Aber weil die in gewissen Sachen halt überragend sind, sind die da halt unterfordert. Hm.
Na ja, gut. Deswegen sind beide Kinder auf einer Montessori-Schule. Was ist das? Eine Montessori-Schule schaut in dieser Klasse, wo meine Kinder sind. Jeder ist in seiner eigenen Klasse. Mein Sohn ist zum Beispiel in der dritten Klasse. Und in seiner Klasse sitzt erste, zweite, dritte und vierte Klasse zusammen. Okay. Und wenn der Lehrer sieht, alles klar, der ist in der zweiten Klasse, aber der rechnet auf einem Niveau von einem Viertklässler, der muss zwar seine Grundlagen lernen, damit er zeigen kann, alles klar, ich habe dem Kind das beigebracht, aber nachdem mein Sohn die Grundlagen präsentiert hat, kann er ihm sagen, ja, ist okay, hier hast du die Unterlagen von der vierten Klasse, rechne mal da weiter. Ah, okay. Die Kinder werden nicht ausgebremst, die werden motiviert, mehr zu lernen, als eigentlich das Klassenniveau verlangt. Okay, ja gut, ich hatte diesen Begriff vorher nie gehört. Weil ich selbst habe keine Kinder, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ja, ja, wie, du hast keine deswegen. Kinder? Deswegen habe ich es erklärt. Nee, finde ich auch. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber das ist gut. Das ist was sehr Gutes. Im Kindergarten haben wir auch schon mitgedacht. Da waren meine Kinder auf einen integrativen Kindergarten. Okay. Sagt dir das was? Ich denke schon. Also ich glaube... In einem integrativen Kindergarten sind behinderte Kinder. Mhm. So, der Hintergrund war, damit meine Kinder verstehen, nur weil einem Kind ein Arm fehlt oder weil es mit dem Kopf nicht so weit ist, ist es nicht weniger wert. Ja, nee, ist richtig. Das ist auch eine sehr feine Sache. Das würde manchen Menschen da draußen auch nicht schaden, das mal zu verstehen. Ja, das wohl war halt immer wichtig. Diese Menschen brauchen zwar vielleicht ein bisschen länger, weil ihnen halt ein Arm fehlt, oder die sind geistig halt sehr weit zurückgeblieben und du musst es ihnen 10-mal erklären, damit die es verstehen, aber sie können es auch auf ihre Weise schaffen. Ja, ja, selbstverständlich, natürlich. Wir hatten damals jemanden bei uns in der Grundschulklasse, der ist, glaube ich, auch ein paar Jahre zurück gewesen im Kopf. Der wurde halt bei uns in der Klasse halt auch immer fertig gemacht. Ich automatisch mit, weil ich mit demjenigen befreundet war. Aber zum Beispiel hat er halt, ich weiß nicht, bei uns war es halt schon so, dass man in der vierten Klasse dann schon Adidas und sonstiges getragen hat, wo ich mir bis heute die Frage stelle, warum musste das sein? Auf jeden Fall, keine Ahnung. Diese Person hat halt noch, also geistig sowieso, immer noch wirklich tiefstes Kleinkindalter, hat aber halt auch noch so Power Rangers Sachen und sowas getragen und wurde so übelst fertig gemacht, wo ich mir dann auch immer die Frage gestellt habe, ja, aber warum? Ich meine, wir sind doch Kinder. Erstens dürfen wir als Kinder doch trotzdem noch tragen, was wir wollen. Egal, ob es jetzt rosa ist, ob es mit Bugs Bunny drauf ist oder sonstiges, dann muss ich mir mit in der vierten Klasse nicht schon Adidas und Nike oder wie die ganzen Sachen da heißen, holen. Und zum anderen mich jemanden deswegen fertig zu machen, weil derjenige halt körperlich und geistig nicht ganz so ist wie man selber. Ja. Ich verstehe nicht, was gibt es da für einen Grund, diese Menschen fertig zu machen? Das sind meistens keine die... Keine Ahnung. Um sich, selber diesen Menschen gegenüber überlegen zu fühlen. Ich meine, es sind teilweise machen das Menschen, weil die Minderwertigkeitskomplexe selber haben. Die sollten dann vielleicht mal auf eine extra Schule gesetzt werden, damit sie ihre Minderwertigkeitskomplexe mal wegkriegen. Ich meine, ich habe zwar auch welche, aber ich lasse sie nicht an anderen Menschen aus. Also so scheiße geht es mir dann doch nicht. Weil ich mir immer denke, okay, es gibt Menschen, denen geht es deutlich schlimmer als mir selber. Genauso auch wie mit den Depressionen. Ich mache doch niemanden anderen fertig, nur weil es mir selber scheiße geht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, ich meine, die Frage habe ich mir immer gestellt, was hat ein Mensch davon, andere fertig zu machen? Keine Ahnung. Das Gefühl, sich selber besser zu fühlen. Ja, aber... Oder sich einem anderen Menschen überlegen zu fühlen, ja. Ja, ich weiß, dass du recht hast, ich weiß, dass das so ist, aber... Wir wissen, was du meinst, aber wir wissen nicht, dass Menschen so sein können. Ja, ich weiß. So wurde ich nicht erzogen, nee. Du auch nicht. Masaki auch nicht, das hört man, wie er redet. Aber es gibt halt, ja, da hat er recht. Es gibt einfach Leute, die wollen da irgendwas mit vielleicht kompensieren. Ja, keine Ahnung.
so scheiße und die ziehen andere Leute in ihren Sumpf runter, um sich selber besser zu fühlen. Klingt zwar blöd, ist aber tatsächlich so. Ja, hast du recht. So, mein Sohn zum Beispiel, wie gesagt, beide Kinder sind extrem weit für ihr Alter. Ich habe mal ganz kurz mit meinem Sohn das Thema angeschnitten, was er denn später werden möchte, wenn er erwachsen ist, ob er sich Gedanken darüber gemacht hat. Und wie gesagt, er ist ja schon extrem weit, weil er sich selber lesen und schreiben und rechnen beigebracht hat. Da sagt er mir, ich will Handwerker werden. Naja, warum nicht? Warum nicht? Ich sag dir, warum nicht. Weißt du, wie viele Eltern mich schockiert angeguckt haben? Ja, nee. Wenn er so schlau ist, muss er Arzt werden. Richter, Anwalt, irgendwas. Ich Gottes so Willen, mein Gott. Ey. Ich hab ihn auch gesagt, warum soll er etwas machen, indem er viel Geld verdient, aber unglücklich ist, anstatt etwas zu machen, indem er glücklich ist. Vor allem, wenn er so schon so ist, ey. Ich meine, wenn er das dann, wenn er wirklich mal so Handwerker werden will, dann wird er ein verdammt guter Handwerker. Also ja, wenn er sich Ahnung. Selbst wenn es nicht wird, es geht darum, dass er am Ende des Tages ins Bett geht und sagt, boah, das war ein geiler Tag, der mir gefallen hat. Ja, natürlich. Absolut. Mir ist wichtiger, dass die Kinder glücklich sind als erfolgreich. Wenn ich da mal so bedenke, dass meine Eltern tatsächlich so das komplette, also sie war, also meine Eltern sind so gegensprüchlich. Sie sagen das eine, tun das andere. Und bei mir war es dann halt früher immer, meine Eltern hatten immer was gegen Anzugträger, Büroleute. Immer schon. Immer. Weil Büroleute sind böse, gemein und tun der Welt nichts Gutes. So, das war tatsächlich deren Aussage. Und mir wurde dann halt immer eingebläut, ja, mach bloß nichts in der Hinsicht, werd am besten Musiker, was weiß ich. So. Als ich dann irgendwann halt gesagt habe, ja, ich würde halt gern Gaming zum Beruf machen. Gott, haben mich meine Eltern dann angeguckt, die dann so, warum willst du doch hier nichts Richtiges? Und dann habe ich dann so geguckt, ja, aber als ich damals klein war, wurde mir gesagt, sowas soll ich nicht werden. So Ärzte und sowas, bloß nicht. Alles böse, alles ganz, ne? So, aber als ich dann gesagt habe, so, ich möchte was Kreatives machen, etwas, was mir Spaß macht. So, ich wollte halt Journalismus, Gaming und halt einzelne so ein bisschen verbinden. Das, was ich jetzt halt mache. So, und dann immer so, ja, damit verdient man ja nichts. Das funktioniert ja nicht. Und dies und das und jedes. Und ich denke mir dann so, ja, aber ich sollte doch was anderes machen als Büro. Gut, selbst wenn ich jetzt im Büro arbeiten wollen würde, hätte ich das trotzdem gemacht, unabhängig davon. Aber so, dann macht man halt was und das ist trotzdem wieder falsch. Dieses eine sagen, das andere tun. Und das regt mich so enorm auf an manchen Menschen. Naja. Wo ich mir dann noch frage, so, ja, dann lasst mich doch einfach machen, was ich für richtig halte, solange ich damit keinem schade, solange ich mir selbst nicht schade, solange ich euch nicht schade, solange ich fremden Menschen nicht schade, ist das doch egal, was man tut. So. Das gehört auch zu meinen grundlegenden Gedanken. Jeder soll tun und lassen, was er für richtig hält, solange er sich selber oder anderen nicht schadet. Ja. So also, richtig. Solange er sich selber nicht schadet oder andere damit gefährdet, sagen wir mal so. Was jeder mit seinem eigenen Leben anfängt, das ist ihm selbst überlassen. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen zum Tod führt, jetzt mal ganz hart gesagt, ja, vielleicht können andere daraus lernen. Dann ist es auch ihm überlassen, solange er keinen anderen mit reinzieht. Richtig, genau das. Weißt du, wenn ich entscheide, mein Leben ist scheiße gelaufen, ich will mir jetzt das Leben nehmen und der schluckt eine Packung Schlaftabletten. Ja, shit happens. Wenn ich entscheide, aber ich nehme jetzt das Leben und fahre als Geisterfahrer über die Autobahn, dann gefährde ich wieder an. Ja. Richtig. Absolut richtig.